Leid, aber Nummer 1 ist und bleibt Harald. Seit 2009 im Deutschen Bundestag Sprecher für Krankenhauspolitik, Abgeordneter aus Mittelfranken und der nächste Redner. Vielen Dank für den Applaus. Dankeschön. So, jetzt, ja? Jetzt ist es gut. Es ist ein wunderbares Gefühl, hier auf den Platz zu schauen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sozusagen der Puffer, bis das Sarah kommt. Ihr müsst das so lange ein Stück weit aushalten. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen was zumindest euch auch noch sagen kann, was auch von Interesse für euch allen ist. Ich bin ja selber Soziologe und habe vorgestern eine interessante Statistik und eine Interpretation dieser Statistik gehört. Da wurde gesagt im Bayerischen Rundfunk, im Radio, ein Drittel habe jetzt bereits Briefwahl gemacht. Das ist ein relativ hoher Anteil. Bei der letzten Wahl waren es insgesamt 35%. Wir werden wahrscheinlich diesmal es erleben, dass wir mehr als 35% Briefwählerinnen und Briefwähler haben. Die Soziologen haben dann herausgefunden, das finde ich sehr spannend und sehr interessant, dass das wohl Menschen sind, die erstens halt auch tatsächlich wählen wollen. Merkwürdige Erkenntnis, aber das ist erstmal so. Weil sie Briefwahl gemacht haben, waren sie sozusagen schon von vornherein entschieden, auch zur Wahl zu gehen. Und das Zweite, das sind Menschen, die auch schon wissen, was sie wählen. Auch eine interessante Erkenntnis. Dafür muss man Soziologie studiert haben, offensichtlich, um diese Erkenntnisse zu haben. Der Punkt ist, glaube ich, für uns alle, es gibt dann immer noch zwei Drittel, die bisher nicht gewählt haben. Und es ist allgemein bekannt, von diesen zwei Drittel sind etwa 50% noch unentschieden, ob sie überhaupt wählen und was sie wählen. Und ich glaube, es wird unsere Aufgabe jetzt in den nächsten 10 Tagen sein, diese 50%, dieses restliche Drittel auch zu erreichen und davon zu überzeugen, dass es wichtig ist zu wählen und vor allen Dingen zu überzeugen, dass es wichtig ist, die Linke zu wählen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass darunter auch sehr, sehr viele dabei sein werden, die eher sozial benachteiligt sind. Es sind keine sozial Schwachen. Die sozial Schwachen, die haben wir oben. Das sind die Reichen, das sind die sozial Schwachen. Die Armen, die Arbeitslosen, die prekär Beschäftigten, das sind die sozial Benachteiligten in diesem Land. Und da sind sehr, sehr viele darunter, die jetzt überhaupt noch überlegen, ob sie überhaupt wählen gehen wollen und wen sie wählen wollen. Viele von denen haben eine Stinkwut, weil sie halt über Jahrzehnte nur verarscht worden sind von der herrschenden Politik. Und das eine ist, dass man nochmal deutlich sagen muss, ja, diese Wut ist berechtigt. Sie ist berechtigt, weil diese Politik gegen sie gerichtet war. Und der Zorn kann auch etwas Gutes und etwas Produktives sein. Aber der Zorn ist schlecht aufgehoben, wenn man es sozusagen ablehnt bei dem Schwächeren. Wenn man sagt, der Schwächere ist schuld. Das ist nicht der richtige Weg. Der Zorn ist richtig gut abgeladen bei uns, bei der Linken, weil wir uns anlegen mit denen da oben und wir für die Umverteilung in diesem Lande stehen. Die AfD pflegt ja das Bild vom kleinen Mann. Es ist gerade schon mal davon die Rede gewesen. Aber das ist eine Lüge, das ist ein Fake, das ist Fake News, dass sie für den kleinen Mann da seien. Die AfD ist vielmehr eine unappetitliche Mischung aus FDP und NPD. Und zwar von beidem das Schlimmste. Das ist Blut- und Eisenideologie neben reaktionärstem Junkertum, marktradikale Neoliberale und Antidemokraten neben echten Nazis. Ein Blick in das Führungspersonal dieser Partei macht deutlich, dass es sich dabei um ein Eliteprojekt handelt und keinesfalls um ein Projekt für den kleinen Mann. Nur einige Beispiele. Der Alexander Gauland, der sich damit brüstet, dass er das gestörte Verhältnis der Deutschen zur militärischen Gewalt korrigieren will. Er betrachtet militärische Gewalt als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und beruft sich positiv auf die Aussage von Bismarck,
Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Und dieses reaktionäre Arschloch, dieser Kotzbrocken, ist jetzt der Spitzenkandidat der AfD. Oder nehmen wir die Beatrix von Storch. Die steht diesen Gedanken sehr nahe. Als Beatrix Herzogin von Oldenburg hat sie sich jahrelang eingesetzt, dass den Junkern die enteigneten Ländereien östlich der Elbe zurückgegeben werden. Sie ist gleichzeitig Mitglied in der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Jener von Hayek, der als Vordenker des Neoliberalismus gilt und der auch schon das Wahlrecht auf die beschränken wollte, die Einkommensteuer zahlen, also den kleinen Leuten das Wahlrecht nehmen wollte. Oder nehmen wir dann auch noch den Björn Höcke, der durch seine rassistischen und den Nationalsozialismus verharmlosenden Reden aufgefallen ist. Von ihm ist bekannt, dass er 2011 bis 2012 unter dem Pseudonym Landolf Ladig offen narzisstisches Zeugs geschrieben hat. Übrigens, das ist interessant, mit ihm war ich zusammen auf einer Demonstration am 13. Februar 2010. Wir waren nur auf unterschiedlichen Seiten. Ich war bei den Blockierern der Nazis, er war bei den Nazis und hat gerufen, wir wollen marschieren, wir wollen marschieren. Solche Figuren haben wir in der Führungsgruppe der AfD. Das ist ein Elitenprojekt zu Lasten des kleinen Mannes, keineswegs ein Projekt für den kleinen Mann. Wollen, das hat Niklas gerade schon ausgeführt, das brauche ich gar nicht mehr großartig auszuführen, nur zwei Punkte vielleicht noch dazu. Sie wollen unter anderem die Arbeitslosenversicherung privatisieren. Das heißt, sie wollen einen nächsten Bereich neben der Rente, neben der Gesundheit, neben der Pflege der deutschen Versicherungsassekuranz zum Fraße vorwerfen. Das ist die Politik der AfD. Das muss man sich vor Augen führen. Ich habe schon darauf gewartet, wann denn der erste Scheck von der Allianz bei denen ankommt. Leider machen die das natürlich so, dass sie es immer über Vereine machen, sodass man gar nicht weiß, wer sie eigentlich finanziert. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man durchaus scharf kritisieren muss. Aber ich gehe davon aus, dass die große deutsche Versicherungswirtschaft mit zu den Geldgebern dieses Vereins gehört. So, und da ist natürlich die Frage, die man sich stellen kann. Ich muss die Zeit ja ein bisschen überbrücken, bis Sarah kommt. Sarah kommt, ist aber auf dem Weg jetzt hierher. Sie war ja noch bei einem Pressegespräch. Da ist ja noch mal die Frage, wie funktioniert diese Verarschung der AfD trotzdem? Und dazu, ja, scheiße mit dem Regen, ja. Und dazu vielleicht ein kleines Beispiel, dass das verdeutlichen helfen kann. An einem Tisch sitzen ein Reicher, ein Armer und ein Geflüchteter. Der Reiche hat 5 Kekse. Vor sich. Der Arme hat 3 Kekse und der Geflüchtete hat 2 Kekse. Als der Arme gerade abgelenkt ist, klaut ihm der Reiche 2 Kekse und schickt dann die AfD vor, die lauthals schreit, schaut euch das an, das ist ein Skandal. Der Geflüchtete wird besser gestellt als der arme Deutsche. Das darf nicht sein. Wir müssen gemeinsam gegen die Überfremdung vorgehen, damit es den Deutschen wieder besser geht. Statt sozusagen nach den Reichen zu gucken, halt eben, wird die Aufmerksamkeit auf die Armen, auf die noch Ärmeren gelenkt. Das ist das Prinzip und darauf fallen leider immer noch genügend Menschen in Deutschland rein. Das sollte allerdings nicht sein. Zum Schluss nochmal, die AfD ist in der Tat nicht wählbar für die kleinen Leute, weil sie nichts für die kleinen Leute tun wird. Sie ist ein Elitenprojekt, sie ist kein Projekt für die Lohnabhängigen, kein Projekt für die Arbeitslosen, kein Projekt für die Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Sie ist ein Projekt, das Zwietracht und Spaltung sehen soll zwischen denen, die eigentlich gemeinsam gegen die da oben vorgehen müssten. Sie ist insofern nach wie vor eine unappetitliche Mischung, ich sagte es bereits, aus FDP und NPD. Wer einen Protest will, der sich mit den oberen Herrschaften anlegt in dieser Gesellschaft und den unanständigen Reichtum, der sich dort aufgehäuft hat, umverteilen will, der oder die kann nur die Linke wählen. Vielen Dank.